Guten Tag an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben den 30. September. Der ist auch schon wieder rum. Ich sage ja, bald ist Nikolaus. Und wir haben 17.43 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Den hatte ich erst am 22. September das letzte Mal gemacht. Aber das sind so Sachen, die sind aktuell. Das will ich Ihnen dann schon mal zeigen. Es soll ja auch mal hier und da ein bisschen was helfen. 22. September war da. Es gab überall Verkaufssignale, die Bänder waren auf, hier ging es runter, es doch hastig ging runter. Und ich hatte seinerzeit in der Headline geschrieben, 25.900 muss halten. Wir sind da gefallen, wurde hier am 25.09. bis 25.995. Und jetzt gibt es eine interessante Konstellation. Zum einen haben wir einen perfekten Doppelboden. Ja, einmal hier. Das heißt, dass die 26.000, und damit nehme ich noch ein bisschen Toleranz mit runter bis zur 200-Tage-Linie, die ist bei 25.836, die muss halten. Also sagen wir, unter 25.900, das ist der Toleranzbereich, wird es schwierig für den MDAX. Da muss man davon ausgehen, dass er schon nochmal den Bereich 25.000 sieht. Wir haben Folgendes passiert, wir sind aus dem Band raus, das auch zweimal hintereinander, dann haben wir ganz kurz hier so eine Art Doji gemacht, der allerdings an einem Punkt steht, der nicht interessant war. Dieser Tag hier war interessant. Ein Doji mit einem neuen Tiefskurs. Tiefskurs verglichen mit Ende Juli. Und dann kam das, was selten ist, aber oftmals ein gutes Signal, eine Art Hammer, eigentlich eine Art Umbrella-Doji. Ein Umbrella-Doji-Eingangskurs, mehr oder weniger gleicher Ausgangskurs. Lange Lunte, kurzer Docht, ist der kleine Bruder vom Hammer. Und in diesem Ding, zusammengefasst auch noch aus dem Band raus und schließt wieder in dem Band. Das heißt, die Leute, die Bänder handeln, sagen sich, oh, wir waren draußen, sind wieder rein, ist positiv. Die Leute, die einen Doppelboden hier erkannt haben, sagen, es ist positiv. Und dann gibt es noch die, die rein Kerzen handeln, die haben auch gesagt, so, das ist mal ein positives Signal. Ich versuche immer irgendwie den Markt in Interessensgruppen aufzuteilen. Je mehr Interessensgruppen sich an einem Platz versammeln, umso mehr Bewegung passiert. So mache ich das. Und in dem Zusammenhang, schönen Gruß an den Wieland Aal, der hat einen sehr schönen Film gemacht auf YouTube über die Expander-Strategie. Der sagt, raus aus dem Band, das gilt auch für oben, und wieder rein ist positiv. Und ich sage ja dann immer, meistens ist es so, dass wir dann einmal bis zur 20-Tage-Linie korrigieren, und das war heute. Mehr oder weniger eine Punktlandung. Das ist dann erstmal ein Widerstand. Und das heißt, aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich nichts hätte, würde ich jetzt hier nicht long gehen. Im Idealfall würde es noch mal ein bisschen fallen, nicht viel, ja, vielleicht so 26.500, 26.400 im schlimmsten, ja, hier so das Gap zu schließen, um dann weiter anzusteigen. Wir sind von der Technik her positiv. Ja, der hat alles wunderschön abgebaut, ganz toll. Wir haben diesen Trendkanal verlassen, den mache ich mir jetzt breiter, den mache ich mir bis hier runter. Und so muss er dann auch gespeichert werden. Der ist jetzt schlicht und ergreifend breiter. Der alte Trendkanal existiert für mich nicht mehr. Wir sind weiterhin positiv über die Stochastik. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die 200-Tage-Linie und der Bereich von 26.000, das ist eine schöne Defense-Line. Ja, also eine schöne Unterstützung oder eine Abwehr, wie auch immer. Aber da muss man höllisch aufpassen. Was ich bei so Fällen gerne mache, ich nehme mir einen Schein, nicht jetzt, nicht heute hier und jetzt, weil das will ich erstmal schauen, was macht er mit der 20-Tage-Linie. Ich nehme mir einen Schein, der ganz knapp hier drunter liegt. Aber das kann ich Ihnen nicht antun. Ja, dann springen Sie da rum im 30er, 35er Hebel. Ich habe Ihnen diesen hier ausgesucht. Das sind 25.229er. Damit liegen wir unter dem letzten, oder das ist eigentlich nicht das letzte, das ist erstes Verlaufstief, zweites Verlaufstief, drittes Verlaufstief, hier hinten. 25.229, der hat schon ein bisschen Abstand, im Moment ein 15er Hebel. Der wird natürlich größer, wenn wir noch mal ein bisschen runterkommen sollten. Erstmal die Kennnummer, das ist die GC6UJP von Goldman, das ist ein Open-End-Schein. GC6UJP. Das ist für den Fall, dass wir noch mal kurz so ein kleines Atemholen machen, einen kleinen Imbiss holen und dann die 20-Tage-Linie überbieten. Weil dann ist für mich das Ziel auch wieder das obere Band. Und da sind wir bei fast 28.000. Das ist nicht weit weg. Das geht relativ flott. Dafür wäre dieser Schein. Wie gesagt, ich nehme einen, der hier drunter liegt. Aber da ist natürlich der spekulative Charakter ein bisschen höher. Und Sie wissen ja, ein Spekulant ist ein Tier auf einer dürren Weide. Für einen Put
Für den Fall, dass wir die 25.900 bzw. 26.000, also diesen ganzen Bereich hier unterbieten sollten, würde sich meines Erachtens nach einer anbieten, der hier, wo ist das Fadenkreuz, der hier hinterliegt. Ja, jetzt sind wir also hier bei ziemlich genau 28.177 war das hoch. 28.177. Da kann ich den Hebel ein bisschen höher nehmen. Mal gucken. Hier. Das passt. 28.183. Das ist ein 23er Hebel. Das ist von Goldman die GB9SJ0. Gustav Bertha 9, Siegfried Jochen 0. 28.183 sind wir also ein bisschen hier hinter dem alten All-Time-High. Der kommt dafür in Frage, wenn wir hier also diesen Bereich hier brechen. Aber der wird umkämpft werden. Da geht es nicht so. Also ich glaube nicht, dass das da im Tagesverlauf durchgeht. Das ist eine Geschichte für Overnight. Ja, Fakten geschaffen und Overnight. Das kann ich mir vorstellen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.